said I'm living in a lost generation. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf der Zocker Crew. Und das hier ist ein etwas kürzeres Let's Play, aber von einem Spiel, was ich sehr gerne mal Let's Playen wollte. Und da ich gerade ein paar Probleme beim Aufnehmen habe von den anderen Projekten, habe ich mir auch immer gedacht, auch jo, hocke ich mich mal hin und spiele dieses Spiel. Das nennt sich Jazz Punk. Und als Gastkommentator habe ich den Grievous dabei. Hey! Yo, und ich habe absolut keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Also ich habe davon nie was gehört, nie irgendetwas gesehen. Und deswegen, ist eigentlich ganz interessant, jetzt mal ein komplettes Blind-LP. Also zumindest für mich. Ja, für dich. Also ich habe das Spiel wirklich, ich habe in diesem Spiel alles ausgetestet, alles. Das werde ich jetzt in dem Let's Play nicht machen, sonst wird es zu langweilig. Aber ich habe auf jeden Fall alle Errungenschaften, die man zum Beispiel auf Steam bekommen kann in diesem Spiel, habe ich. Und ich würde nur sagen, ich starte jetzt einfach mal das Spiel und rede jetzt gar nicht mehr so lange um den heißen Brei herum. Let's play Jazz Punk die zweite. Yo, start new game. Let's play Jazz Punk die dritte. Intro. Genau. Oh, Jazz Punk die vierte. Du musst immer so ein Klappengeräusch machen, weißt du, so, wie macht man das? Genau. Jazz Punk die vierte. Wir sind aus unserem Koffer rausgestiegen, warum auch immer wir in einem Koffer drin waren, der aussieht wie wir. Und wir sind jetzt in einer U-Bahn-Station, wo es Büros gibt, was schon mal sehr sinnvoll ist. Und auf jeden Fall Sinn macht, weil das Spiel so viel Sinn macht. Es sind wenigstens noch etwas Sinn, in das LP zu bringen. Hier, wie dem Anfang nochmal, eigentlich, redet die da gerade? Nee, die redet nichts. Na gut, Leute, ich höre über Skype den Ingame-Sound nicht, deswegen, wegen hier, was Daniel am Anfang gesagt hatte. Eigentlich war geplant, dass wir zusammen noch Assassin's Creed 2 machen, nur da hat uns so schön diese Skype-Bildschirmübertragung einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn die funktioniert nur bei Assassin's Creed 1 und sonst bei keinem Spiel. Zumindest von der Assassin's Creed-Reihe. Also, wir haben es bei den anderen Teilen noch nicht ausprobiert, aber zumindest beim zweiten Teil haben wir alles ausprobiert, was nur irgendwie geht und was auch im Internet stand, wie man es auf einem kleinen Bildschirm mit Bildschirmübertragung macht. Bei den anderen Spielen stand zwar auch dabei, dass es nicht geht, aber da haben wir es halt noch nicht ausprobiert. Also. Ja. So, was aber ist das gesehen hier? Was? Zudem ist Teil 2 eben nicht wirklich ein Spiel, was man auch ohne Sky-Bildschirmübertragung spielen könnte. Da kommen so viel an Cutscenes und Datenbank-Einträgen und so weiter. Ja, stimmt auch wieder. Also, das müssen wir auch mal angehen, aber. Ich lasse jetzt erstmal den Typen hier die Lagebesprechung machen. Please, I must say, we've much business to discuss.
Oh, der Chef will mit mir das Business besprechen. Wollen wir doch mal. Basically, we need you to infiltrate the Soviet consulate. Oh, yes. They've taken some of our important technology, and it's imperative that we get it back in the right hands. Oh, yes. As per usual, here's your mission or subscription. Don't take too many. If you need me, I'll be in the wine cellar. Okay, unser Chef ist jetzt in den Weinkeller gegangen und wir müssen jetzt in eine russische Botschaft einbrechen und der Typ hat einen netten Oldschool-Hut. Wie auch immer, er ist im Weinkeller. Und also er ist im Weinkeller. Und er hat einen netten Oldschool-Hut. Ja. Und eine stylische Sonnenbrille. Und wir müssen jetzt in die russische Botschaft einbrechen und da so ein Gerät holen, was auch immer das ist. Aber okay, komm, die russische Botschaft einbrechen, das passiert doch jeden Tag, aber wann siehst du mal einen Typ mit einem Oldschool-Hut? Also, ja, ich weiß ja nicht, ich, vor allen Dingen, egal. Auf jeden Fall müssen wir hier diese Pillen schlucken, um dahin zu gelangen, warum auch immer. Ich hab's jetzt nicht genau gelesen, aber es wird schon irgendwas Amphibamine, Dextrose, okay. Nehmen wir einfach mal. Puh. Jetzt stürzt wahrscheinlich wieder das Spiel ab. Yes. Und wir sind in der russischen Botschaft. Beziehungsweise nicht in der russischen Botschaft, sondern vor der russischen Botschaft. Und unser Ziel ist es, da reinzukommen. Die Frage ist, wie schaffen wir das? Wir haben ja diverse Kontakte. Do you have the MacGuffin? Come back when you've got the MacGuffin. Pick me up a MacGuffin and Was a coffee. Was ist ein MacGuffin? Ich muss einen MacGuffin für ihn finden. Do I have something on my face? Oh mein Gott, er hat da Krümel in seinem Gesicht. Was ist Krümel in seinem Gesicht? Ja, damit Daniel verzeiht, okay, noch fetter wird. Okay, I love you, goodbye. Okay. MacGuffin, einer der ersten Weltraumpiraten-Kapitäne. Gretchen und Clank Tools of Destruction Hintergrundinfo ist einer der ersten Weltraumkapitäne wie Julius MacGuffin, bevor Captain Lindstrom Darkwater in die Macht kam. What the fuck? My eyes. Oh mein Gott, oh mein Gott! Daniel, was hast du getan? Ich weiß nicht, ich habe einen Hilflosen getötet, egal. Einfach ignorieren. Dein Stück Kaugummi, wie schafft man das? Bist du ein Schwarzenegger oder was? Upsala, Entschuldigung! Ja, weißt du, ich hab den Kaugummi aber raufgepustet und dann war es in seinem Gesicht, dann ist er in die Hake gelaufen und ich will das jetzt gar nicht so genau, Was ist das? I'm pretty sure you stole my laptop. My jackass piece crap. You gotta get your own peanut butter. The government. The government. Behind you. Look behind you. Oh mein Gott, er ist einfach so weg. Er ist einfach so mega weg. Er ist Slenderman. Oder Freddy Krueger. Oder Freddy. Oder Freddy Man. Er ist Slenderman und Freddy Krueger in einem. Wow. Slender Krueger. Take this degausser. Use it to scramble three carrier frequency pigeons. Hit each pigeon three times in order to degauss it. Reden die eigentlich im Spiel oder? Ja, die reden. Also da. Wenn da diese Dinger kommen, dann reden die. Also wenn die. Ich muss jetzt mit diesem Teil hier drei Tauben abschießen. Was hast du jetzt da für einen Taschenvibrator in der Hand? Das ist, keine Ahnung, irgendein Magnetstrahler, mit dem muss ich drei Tauben abschießen. Nein, du kannst du nur. Und wenn ich die Tauben abschieße, kriege ich Taubenpheromone. Du kannst nur unschuldige Tauben abschießen, das ist unmoralisch. Und wenn ich die, Taubenhormone auf Typen sprühe, dann werden die von Tauben, Okay, das bedeutet, dass sie tot gefickt werden. Genau. Wow, you crazy! Du nimmst einfach so einen armen Penner das Geld weg. Wie kann ich den Mensch eigentlich sehen? Das ist kein armer Penner. Er spielt auf der Straße Musik, er muss ein armer Penner sein. Quatsch, das ist einfach ein Schwarzer mit dem. Ups, sorry. Mit einem, Teil-Ding. What the fuck? Oh mein Gott. Okay.
Oh Scheiße, ich hab gerade einen umgebracht, der geraucht hat. Mein Gott, Daniel, er lebt wieder. Rette die Zigarette, rette die Zigarette. Das ist sogar echt die Mutter zu beantworten. Ich hab keine Ahnung, was der Typ da macht. Oh mein Gott. Was gibt's denn hier sonst noch so? Ein Roboter. Was geht? Oh. Ich glaube, ich bringe die ganze Zeit Leute mit dem Ding und ich sollte. Der Taube! Der Taubenbund. Und wieder ist eine Taube mein Opfer geworden. Ja, Daniel hält die Taubenpopulation der ganzen Welt gering. Mein Gott, es gab ja. Es ist nicht das Öl, es ist auch. Find the mailbox to mark with chalk on the side. You receive further instructions from okay. There. Es ist nicht das Öl, das die Tauben tötet, nicht die Augen tötet. No way. Die Tauben, sondern es ist Daniel. Er lässt es nur so aussehen, als würden sie in Öl geflogen wären. Ja, genau. Oh mein Gott. Fish and Chips. Was ist Kannst das? Du noch reingehen? Ein Sandwich. Oh. Ey, du nimmst Sandwich aus dem Müll und frisst es. Daniel, ernsthaft? Got a job. Was willst du von mir, Roboter? Lass mich in Ruhe. Du hast ein Sandwich. Oh mein Gott. Yes, man! Du bist echt der ultimative hobbylose Mensch. Wenn du frisst ihr Produkte aus dem Müll und du redest mit Fröschen. Du hilfst einem Frosch bei irgendetwas. Ich spiele gerade Frogger, okay? Frogger. Ich hab's geschafft. Ach nee, ich muss jetzt noch das Ding hier anziehen. Google Glasses. Und jetzt muss ich die Begriffe ansammeln. Ah, gibt's her. Tja, der Kinder, das passiert, wenn ihr Google Glasses kauft. Was denn ist das? Wo steckst du ihm deine Zunge rein? Ich weiß nicht. Guck dich da! Ich brauch noch einen Begriff. Wo schwebt hier noch was? Da oben. Sir. Yes, welche Konsole gibt. Na gut, du spielst ja am PC, oder? Ja. Okay, er hat jetzt kostenloses WLAN von Starbucks, das ist doch gut. Ja, wir haben eine gute Tat am Tag verbracht, jetzt lassen uns tausende Menschen abschlachten, um ihm entgegenzuwirken. Es muss sich hier irgendwie ausgleichen. Der Cooper-Van! Der Cooper-Van! Das ist einfach nur ein Spionage-Van und ich glaube, der tut gerade so, als ob er mich nicht verfolgen würde. Das ist der Cooper-Van, da muss Murray drin sitzen. Na gut, das ist ja kein Logo und jetzt ist es awesome, der Cooper-Van hat keine Zeitmaschine eingebaut. Och man, ich würde so gerne in den neuesten Kinofilm gehen, aber ich habe keine Lust hier hinten anzustehen. Push me. This is gonna be very bad for business. This is bad for business. Streng mich einmal vor. Ja, genau. Der weiße Mann läuft triumphiert über die Schwarzen, überhaupt nicht rassistisch. Gucken wir uns doch den neuesten Kinofilm an. Daniel, was machen denn diese Aufnahmen aus der Kindheit im Kino? So habt ihr euch früher so die Zeit vertrieben, ja? Daniel, was machst du da auf der Leinwand? Daniel, nein! What the fuck? Weißt du, das, was mir Angst macht, ist, dass diese Aufnahmen echt sind. Das heißt, das Ding muss es wirklich mal gegeben haben. Swing Wing heißt es. Swing dein Ding, wa? Das ist ja so awesome. Aber erstmal hier wieder eine Zigarre rauchen. Das ist unser. Hier, unser fetter Depp hier. Und die Leute hier im Kino zustecken damit. Raucht dem Schwarzen ins Gesicht. Daniel, der wird nicht noch schwärzer. Oh, der ist noch ein bisschen Popcorn. Oh, Mann. Sieht ja aus wie Nachos. Son of a... Son of a...
Daniel, hör auf, du verunreinigst das Kino. Jackass. So. Das müssen nachher auch wieder Leute sauber machen, denk doch mal lieber da. Ja, scheiß auf die Typen. I don't really care if you leave now, you've already paid me your admission. Ja klar, alle Schwarzen sind gefallen, der weiße Mann steht immer noch. Die liegen jetzt immer noch da. Wie nennt man das nochmal, Domino? Ja, genau. Ey, das ist dann Poker. Ah, Taube! Taube! Wenn er schwer ist, fuck yeah. Ich werde jetzt damit dieses kleine Kind einsprühen. Oh mein Gott! Jimmy! 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 Jimmy, nein! Er verschwindet am Horizont. Mein epischer Detektiv. Jimmy, komm her! Tschüss, Jimmy. Hau dir Blitz hier auch ein! Das war's. Jimmy ist weg. Warum hört man das so schlecht? Keine Ahnung, das ist eigentlich schon richtig Fleck. Echt? Ja. Komisch. Das klingt an deinem scheiß Internet. Das liegt an meinem scheiß Internet im Leben, ne? Oh, die scheiß Taube hat mir auf den Kopf gekackt. Mann. Ey, wo kommen die Scheibenwischer her? Was für Scheibenwischer? Ich weiß nicht, wovon du redest. Guck mal, da ist der Typ, der mir das Ding gegeben hat. Thanks for collecting the pigeons. This is my Mima's secret pigeon pot pie recipe. Was zur Hölle? Please wait while they bake. Die Tauben gerade in die Mikro. Das ist die Wahrheit über Chicken Wings. Just like Mima used to make. Oh mein Gott. Ja, das ist der Chicken in der Zukunft, Leute. Ich kann das glauben. Er hat einen Kuchen gebacken. Den Chicken Wing. I have 4th degree burns all over my entire face. Nein, du hast ihm einen Chicken Wing geschickt. Ah, it burns. Ah. I have 4th degree burns all over my entire face. Geh weg von mir. I'm calibrating sensor for a Java. Oh my god! Ja, du hast mein Mädchen gekriegt, das ist ein ganz nervös. Das war ein Roboter! Ja, aber ein Mädchenroboter. Ja, toll. Ja, warum? Wenn ich von einem Kerl geküsst hätte, dann wärst du natürlich ganz hin und weg gewesen. Ja, natürlich. Das stimmt nicht. Wo ist denn hier, ich soll für die eine Sidequest noch diesen Briefkasten finden mit dem Kaugummi an der Seite. Jetzt brauch ich noch einen Dollar, um da was rauszuholen. Ist weg. Weg, der Schwarze. Oh, you crazy. Geh aus dem Weg, Digga. Die Deutschen sind auf dem Vormarsch. Yes. Warte, aber warum genau? Was sollte ich jetzt eigentlich machen da? Hä? Moment, ich muss nochmal mit dem Typen da hinten in der dunklen Gasse reden, was der von mir wollte. Und dann muss ich jetzt hier zuerst den Briefkasten finden mit dem Ding drauf. Ich glaube schon. Muss zuerst den Briefkasten finden. Der. There's a man in the park sitting on a bench. Slim Cognito! Ein Informant im Park. Da muss ich das Ding geben. Das ist Slim Cognito, ja. Man sieht nur die Augen und der wohnt irgendwo in der Tonne. Ich weiß nicht, dieses Ding tickt irgendwie. Alter, das ist eine Ware von Slim Cognito. Er hat eine Saukanone an einen Minderjährigen geliefert. Have a seat. Ich schwöre, der Typ soll echt das Jahr ziehen. Ich muss mich setzen. Locate the newspaper box marked with a piece of chewing gum. A newspaper box marked with chewing gum. Alles klar. Oh, was ist das da? Der hat eine Schnur auf dem Rücken. Believe in yourself. Oh mein Gott. Okay. Wieso nicht? Oh mein Gott, Lebensweisheiten! Ah! Scheiße auf Lebensweisheiten, verdammt! Oh mein Gott, das kann also nicht wahr sein! Open Newsbox. I got this tape. You're almost there, Agent. Go to the Raytheon Motel. Knock on the door using the secret knock. Knock correctly, and you'll be let inside. Aha, okay. Ich muss zu einer geheimen Tür und da in genau dem Ton klopfen, der da gerade abgespielt wurde. Ich weiß, du hast den nicht gehört, aber...
Ich werde jetzt hier an diese geheime Tür klopfen. Ich bin an einem geheimen Ort. An einem geheimen Ort, der dir vorgegeben wurde. Ich weiß allerdings nicht, was ich hier mache. Congratulations, you've made it. Ja. Alles klar, und sonst so? Mein Gott, der hat Helga getötet! This carrier frequency pigeon possesses top secret information. We need you to smuggle it into the next level, by any means necessary. Soll die Taube ins nächste Level springen? Don't let us down, well done. Helga! Dann nehme ich sie mit. Keine Angst, sie ist wohlbehalten bei mir. Nicht verteidigt. Ein Muslim hat sie in seinem Pokéball gefangen und du entfielst Helga schon wieder. Nein, sie ist wohlbehütet bei mir. In meiner Tasche. In meiner Hosentasche. Schnabel in deine Unterhose, oder wie? Okay. Sie hat da sogar eine ganz, ganz dünne und kurze Karotte zum Knabbern dran. Widmen wir jetzt unserem Hauptziel. Wir müssen irgendwie da reinkommen. Da oben ist ein offenes Fenster. Ob das wohl ein Zeichen ist? Du springst einfach ins offene Fenster rein und alles wird gut. Ja, Daniel, zeig mir wieder, du bist einfach viel zu fett. Deine Schwabbelbacken kleben einfach am Boden fest. Scheiße, ich muss durch den Weg unten versuchen. Wenn du mit dem Fahrrad fährst, musst du wahrscheinlich auch aufpassen, dass sich deine Schwabbelschwarten nicht in den Speichen der Fahrräder verheddern. Ich weiß nicht so recht, irgendwie... Ich rede mal mit der Tussi.